Ich freue mich auf alles, weil es einfach eine Entdeckungsreise ist. Wenn man mal losgelaufen ist, dann läuft es einfach und dann freut man sich auf die Hütte und freut sich auf ein Bier, wenn man ankommt und was Gescheites zum Essen. Frag uns nach einer Woche, dann sagen wir dir Bescheid, wie es war. Sich Schritt für Schritt, ohne Eile, die Walliser Berg- und Kulturlandschaft erwandern. So könnte man diese Wanderwoche vielleicht am besten beschreiben. Dabei ist das Wallis in Bergsteigerkreisen eher für seine 4000er, wie Matterhorn oder Monte Rosa, und für seine großzügigen Hochtouren bekannt. Die berühmteste dieser Touren ist sicher die Haute Route, die Königin der Höhenwege in den Westalpen. Aber weil seine Walliser Heimat neben der Schönheit von Gletschern und Gipfeln noch viel mehr zu zeigen hat, tüftelte der Bergführer François Perrondin aus Verbier eine höchst reizvolle Variante des Klassikers aus, die Haute Route à Mi-Coteau. Es sind viele Leute, die möchten die berühmte Haute Route laufen, aber die getrauen sich nicht auf den Gletscher und dann auf den hohen Gipfel. Und es gibt halt eine Strecke, die ist etwas nördlich davon und durch den Schiefern und durch tiefer gelegene Pässe und alles den Wegen entlang. Und dann habe ich gedacht, das muss man jetzt beschreiben. À mi-coteau heißt so viel wie auf halber Höhe. Deshalb bleibt seine Tour auch stets auf markierten Wanderwegen. Zwar immer in Sichtweite der Gletscher und Gipfel, aber eben nie auf ihnen. Ich finde es schon herrlich, mal 6 Tage weg von allem. Nicht wissen, wo man abends so hinkommt. Also mir, der Führer, weiß es ja. Aber so in den Tag rein wandern, gefällt mir gut. Das ist schön, immer wieder zu sehen, was jetzt hinter dem nächsten Rücken ist. Und deswegen fällt einem das gar nicht so auf, dass man so rauf und runter geht und Höhenmeter macht. Und es geht dann wieder gerade dahin. Also bis jetzt ist es ganz toll. Schon seit vielen Jahren kennen sich die zwei Freundinnen Margret und Uli. Aber eine Woche Wanderurlaub haben sie noch nie zusammen verbracht. Umso glücklicher sind sie, dass es jetzt klappt. Von Fionnet steigen wir heute zur Louis-Hütte hinauf. Wir haben den Weg über den Pass Bec d'Aigle durch das wunderschöne Sèvreux-Tal gewählt. Der ist zwar etwas länger als der Normalweg, aber uns geht es ja nicht darum, möglichst schnell das Ziel zu erreichen, sondern ganz im Gegenteil. Wir wollen uns Zeit lassen, die Täler und Pässe zu erkunden. Und jetzt entdeckt man den See von Louis. Ah, schön. Schöne Farbe. Ja. Es war früher eine Alp. Und die haben vor 20 Jahren die Staubenmauer ein bisschen erhöht. Und jetzt ist es ein ganzer See. Man sieht die Alp, die werden wir dann besuchen. Schon seit vielen hundert Jahren werden auch abgelegene Hochtäler im Wallis landwirtschaftlich genutzt. Und dieses harte Leben in den Bergen hat die Walliser Kultur stark geprägt. Deshalb war es für François besonders wichtig, seine Route so anzulegen, dass Wanderer nicht nur die Natur kennenlernen, sondern genauso der Bergkultur und der Geschichte seiner Heimat begegnen. Ganz schön schwer, gell? Ja, ich hab's gegengewicht. Man kann das als Kulturwanderung machen, aber es ist gleich eine sportliche Herausforderung, indem dass man jeden Tag hintereinander zwischen 5 und 7 Stunden läuft. Man flieht nicht in den hohen Gletscher und sieht nur Eis und Felsen, aber man ist da mitten im Leben. Wenn wir da reingucken, es ist eine interessante Bauart. Achtung, Kopf! Aha. Also die Bauart ist ja speziell. Man hat da mit Erde ein Hügel gebaut und dann die ganze Wölbung auf die Erde zusammen gepasst. Und das hat überhaupt kein Zement, das sind nur trockene, natürliche Steine. Und die obersten Steine sind die wichtigsten. Und dann hat man die Erde weggeräumt und da hat man den nächsten Teil vom Stall gebaut. Wahnsinn. Das wurde wahrscheinlich durch Italiener in den 90er Jahrhundert gebaut. Wie viele Arbeitsstunden es wohl gekostet hat, die Steine zu sammeln und aufzuschichten. Eine heute sicher unbezahlbare handwerkliche Meisterleistung. Ja.
Früh am nächsten Morgen brechen wir von der kleinen Alpenvereinshütte Louvie auf. Denn mit 7 bis 9 Stunden reiner Gehzeit haben wir heute eine der längsten Etappen der Woche vor uns. Junger Steinbock, gerade am Himmel. Oh ja. Mal Sand. Oh ja, sieh. Ja, gut, da schaut er runter, ganz neugierig. Die letzten Meter hinauf zum Col de Louvie werden noch einmal richtig anstrengend. Die herbstlich goldenen Wiesen liegen bereits hinter und unter uns. Der Weg wird immer steiniger. Mit dem Überschreiten des Passes ändert sich abrupt die Landschaft. Vor uns breitet sich das steinige, karge Hochplateau Le Grand Désert aus. Die große Wüste. Ja, die weite Wüste. Beginnt jetzt. Ja. Hinter dem Kessel. Grand Désert. Le Grand Désert. Völlig andere Landschaft. Ja. Ohne Steg müssen wir einen Weg über den Gletscherbach der Rosa Blanche finden. Der Ernst des Hochgebirges ist hier deutlich zu spüren. Wir befinden uns schließlich auf fast 3000 Metern Meereshöhe. Wanderer haben nicht oft die Gelegenheit, die raue Hochgebirgswelt so unmittelbar zu erleben. Sehr schön im Wallis ist das Flirten mit dem Hochgebirge, ohne unbedingt auf den zerspalteten Gletscher zu sein oder auf den steilen Pässen. Und das erlaubt eben diese Strecke, dass man sehr nahe am Hochgebirge läuft, ohne das technische Know-how und Material unbedingt mitnehmen zu müssen. Ist nur ein Schritt. Setz kleiner Schritt für große Leute, großer Schritt für kleine Leute. Ja, und da entdeckt man die hohen Gipfel von der Rotbud. Ah, ja. Die Rosa Blanche wie vorher. Ja. Und dann der Mont Blanc Chelan, Cabane des Dix ist am Fuß von dem. La Mitre und le Mont Collant. Und Arola ist da unten links. Ja. Wir begnügen uns damit, die Gipfel der klassischen Haute Route aus der Ferne zu bestaunen. Und wir überlassen sie gern den wahren Gipfelstürmern. Trotzdem macht sich auch bei uns etwas Hunger bemerkbar. Zum Glück ist das Ziel unserer heutigen Etappe, die Cabane Prafleurie, nicht mehr weit. Während wir in der warmen und gemütlichen Hütte sitzen und uns mit heißer Suppe stärken, merken wir nicht, wie draußen das Wetter wechselt. Der nächste Morgen präsentiert sich bitterkalt. Die Berge haben sich hinter feuchtem grauen Nebel versteckt. Sogar ein bisschen Schnee ist gefallen. Da kostet es schon etwas Überwindung, die heimelige Hütte zu verlassen. Oh, heute haben wir Fernsicht. Richtig schönes Wetter. Mal abwechseln.
Aber wir haben Glück. Der Nebel reißt auf und das Wetter scheint wieder besser zu werden. Heute liegt eine besondere Sehenswürdigkeit auf unserem Weg. Und es ist kein berühmter Gipfel, sondern ein von Menschen geschaffenes Riesenbauwerk. Die Staumauer der Grande Distance. Stauanlage von der Distance. Eigentlich sind die Stauanlagen die eigentliche Revolution in den Alpentälern, weil die ersten Löhne bezahlt wurden, die ersten Arbeitsplätze. Mhm. Es sind die ersten Straßen gemacht worden. Und auch für der Strom ist in die Dörfer hineingekommen. Das hat eine echte industrielle Revolution verursacht. Na ja, klar. Der erste Stausee wurde im Val de Dis bereits vor rund 80 Jahren angelegt. Nach dem Zweiten Weltkrieg entschied man sich zu einem massiven Ausbau. Dabei hatten die Ingenieure hochgesteckte Ziele, denn es sollte die größte Stauanlage der Welt entstehen. In kürzester Zeit befand sich eine gigantische Großbaustelle mitten im Hochgebirge. 1600 Männer arbeiteten Tag und Nacht und zu jeder Jahreszeit an dem Damm. Obwohl es eine gefährliche und entbehrungsreiche Arbeit war, waren viele der oft armen Bergbauern froh über diese zusätzliche Erwerbsquelle. Die gefährlichste Arbeit war der Bau der Zulaufstollen. Über 100 Kilometer lang ist das in den Fels gesprengte Netz der Tunnel. Es reicht bis ins Tal von Zermatt. Nach 10 Jahren Bauzeit war die Stauanlage fertig. Noch heute ist sie der höchste Damm Europas. Die Mauer ist 285 Meter hoch und knapp 700 Meter lang. Hinter 15 Millionen Tonnen Beton und Stahl lagert hier ein Fünftel der gesamten speicherbaren Energiereserven der Schweiz. Ja, ob so ein Bauwerk ein Eingriff in der Natur ist, für mich keine Frage mehr, weil es hat Platz für alles, ich glaube, in der Natur. Es hat auch genug abgelegene Täler, wo nichts besteht. Und wer das nicht gerne mag, geht halt in die abgelegenen Täler. Rechts ist dann die Hütte, von wo wir herkommen. Im Tal. Pas Fleury. Eine ganz andere Sehenswürdigkeit des Wallis sind Kühe, die Ehringer Kühe. Eine Rinderrasse, die für ihren liebenswerten, aber auch sehr eigensinnigen Charakter bekannt ist. Eine lange Tradition haben die alljährlich im Frühling ausgetragenen Ringkuhkämpfe. Dabei kämpfen die Leitkühe der einzelnen Herden um den Titel der Königin. François stellt uns seinen Freund Marius Panatier vor, der eine an unserem Weg gelegene Alpe bewirtschaftet. Seine Kuh Farouk hat dieses Jahr die begehrte Auszeichnung gewonnen. Als wir ihn treffen, ist er besonders glücklich, denn die Königin hat letzte Nacht einen kleinen Prinzen bekommen. Und vielleicht kann der ja eines Tages ihr kämpferisches Blut weitergeben. Das war schon vor 2 Jahren, war schon ein kleiner männlicher Kalb. Und der hat sämtliche Kühe jetzt eben, Zickzack montiert. Alles in Zickzack. Und das, weil das ist die Königin, der Königsblut geht dann weiter. Marius lädt uns ein, das Kälbchen, das bei seiner königlichen Mutter im Stall steht, zu begutachten. Voller Stolz präsentiert er uns seinen kleinen Schützling. Noch ist das Tier recht wackelig auf den Beinen. Und auch das Trinken muss es erst noch lernen. À partir de quand il voit bien le veau?
Nur dank Bauern wie Marius, der sich mit großer Leidenschaft um seine Tiere kümmert, kann diese alte Rasse weiterbestehen. Wirtschaftlich machen Ehringer Kühe nämlich keinen Sinn mehr. Neue Züchtungen geben deutlich mehr Milch. Aber er liebt seine Kühe und würde sie gegen nichts auf der Welt eintauschen. Das liegt im Blut. Die gehören einfach zu dieser Landschaft. Andere Kühe würden hierher gar nicht passen. Und für andere Kühe hätte ich auch keine Lust, in der Früh aufzustehen. Bei der Planung seiner Haute Route für Wanderer war es für François besonders wichtig, einen direkten Kontakt zur lebendigen Kultur seiner Heimat zu ermöglichen. Diese Etappe ist eben so gedacht, dass man so viele Dörfer durchquert wie möglich. Es gibt eine einheitliche Bauweise, aber die eine Kirche ist anders als die andere. Und wenn man etwas von den Einwohnern will kennenlernen, dann muss man sich die Mühe geben, dort durchzulaufen. Eine weitere Attraktion am Weg sind die für das Wallis so typischen, von der Sonne gebräunten Holzhäuser. Das malerische Ensemble dieser eng zusammengerückten Holzbauten ist in den Orten Grimens und Saint-Jean am schönsten erhalten geblieben. Manchmal wirkt es schon fast ein bisschen kitschig. Aber es ist nahezu unmöglich, sich dem Charme der kleinen Gässchen und mit feurig roten Geranien geschmückten Fassaden zu entziehen. Für die Übernachtung hat sich François diesmal etwas ganz Besonderes ausgesucht. Das historische Hotel Bellatola in Saint-Luc. Das Hotel existiert seit 1859 und das Hotel wurde für die Engländer aufgebaut. Das waren in dieser Zeit die ersten, einfach, die Ferien hatten. Im 19. Jahrhundert und für diese Leute ist einfach die Berge und das war das Wichtigste in einem Jahr. Mit viel Liebe zum Detail hat die Familie Büchs das Flair des Hotels erhalten und eine ganz besondere Atmosphäre geschaffen. Das war auch die Idee früher, eben im Essraum haben die Leute immer im großen Tableau, 12 bis 15 Personen haben zusammen gegessen. Und bei uns möchten wir einfach diese Tradition wieder erleben. Beim Raclette haben wir diese Gelegenheit. Wir mischen einfach die Gäste, wie die kommen, einfach auch die verschiedenen Nationalitäten. Und es gibt immer eine schöne Stimmung. Und die nächsten Tage dann sind die Gäste, die grüßen sich, die kennen sich. Und es gibt diese, wie ein Familienleben. Auch wir lassen es uns nach dem etwas einfacheren Leben der letzten Tage gut gehen und genießen den Komfort. Und was wäre eine Reise in die Schweiz ohne ein Raclette, zubereitet mit einem Käse aus dem Val d'Anivier. Okay. Der nächste Morgen empfängt uns mit einem strahlend blauen Himmel. François zeigt uns den Streckenverlauf unserer heutigen Etappe. Alles digital, eigentlich praktisch. Nur, was passiert, wenn die Batterie leer ist? Fünf Tage sind wir schon unterwegs. Das Wandern hat etwas Meditatives. Und der Körper hat sich schnell an die tägliche Anstrengung gewöhnt. Schritt für Schritt nähern wir uns dem Maidpass, wo sich vor unseren Augen wieder ein überwältigendes Panorama auftut.
Dort hinten ist das Todmantal und im Hintergrund ist die Michabel-Gruppe. Mit der höchste ganz in der Schweiz liegende Gipfel, der Dom. Und dann kommen die Bauhörner, das sind die höchsten 3000er Wandergipfel in der Schweiz. 3006 und alles auf Wanderwege. Und dann Brunegau. Anders wäre es langweilig, genau. Wegen etwas muss man lachen. Wer arriva la donna oder arriva la nonna? La nonna. La nonna. Hey, oh, eine Schlange. Beim Abstieg in das Turtmantal haben wir eine Begegnung mit einem selten anzutreffenden Bergbewohner. Wir scheuchen eine Aspisviper auf, die auf einen Baum flüchtet und versucht, sich in der Borke zu verstecken. Eine einmalige Gelegenheit, das scheue Tier zu beobachten. Zu nahe möchten wir aber nicht kommen. Ein Biss der Giftschlange soll ziemlich unangenehm sein, allerdings nur in Extremfällen tödlich. Wir lassen sich in Ruhe, die Schlange. Wir tun da nichts. Wobei, wenn sie dich beißt, dann musst du dich nicht bewegen, aber du musst dann relativ schnell gegen Gift, ja. Ja. Geh mal lieber. Ciao, ciao. Okay. Selten so eine gesehen. Ja. Was war das jetzt für eine? Viper Raspik. Wenn sie dich, wenn sie dich sticht, dann bist du nicht wohl. So, zur nächsten Überraschung, hä? Ja. Schauen wir mal, was kommt. Ah. Das Glück bleibt uns treu. Ein paar Meter weiter treffen wir auf ein Steinbockrudel. Da die imposanten Tiere in dem Gebiet nicht gejagt werden, lassen sie sich von gelegentlichen Besuchern nicht stören. Unsere heutige Etappe folgt historischen Pfaden. Vom Dorf Meiden geht es über das Grürbtelli zum Augstbordpass hinauf. Schon seit Jahrhunderten wurden diese Wege für den Handel genutzt. Einst soll es am Pass sogar eine Heilquelle gegeben haben. Es heißt, dass der Augstbordpass nach dem römischen Kaiser Augustus benannt sein soll. Und der Übergang sogar zu dessen Zeiten bereits befestigt wurde. Das Matter und das Sasertal, in die wir an diesem Tag hinüberwechseln, hatten über einen langen Zeitraum einen regen Transitverkehr in die südlich von Matterhorn und Monte Rosa gelegenen Täler. Da wie dort bearbeiteten Walser die kargen Bergflanken. Die Wegemacher von einst haben ganze Arbeit geleistet. An manchen Stellen ist die Trasse mit riesigen Steinplatten so massiv befestigt, dass wir noch heute von ihrem Werk profitieren können. Guck mal, da haben sie ja richtig zickzack gemacht. Oh, ja. Und dahinter haben sie auch. Wie viel wiegt so eine Platte? Ja, 60 Tonnen. Die Wolke ist nicht mehr. Die verdauen. So, da hier wird der Kurort von Grächer. Und dann dort, wo die Skipiste drauf geht, ist der Start vom Höhenweg für morgen. Morgen eine Etappe. Und dann verschwindet es hinter der Hecke. Der Grächener Höhenweg ist die letzte Etappe unserer Entdeckungsreise durch das Wallis. Die Wanderung durch den herbstlichen Lärchenwald bildet den farbenfrohen Abschluss einer abwechslungsreichen Woche mit vielen schönen Bekanntschaften und Erlebnissen. Als wir die Steinböcke gesehen haben oder jetzt gestern die Schlange. Und ein atemberaubendes Panorama. Es ist wirklich gigantisch. Mir hat es so gut gefallen. Es war so schön. Und jeden Tag unterwegs sein, auch wenn es 1100 Höhenmeter rauf sind, dann geht man auf der anderen Seite wieder runter. Aber das macht überhaupt nichts aus, weil das Auge so viel sieht und die Wege auch so schön angelegt sind und so abwechslungsreich. Also ich bin ganz begeistert.
Am Anfang der Woche hast du mich mal gefragt, ob das jetzt schöner ist ohne Männer. Und ich weiß jetzt die Antwort auch. Und zwar freue ich mich, wenn ich jetzt das zum Beispiel mal mit meinem Mann machen kann und ihm das alles auch mal zeigen. Also es war sensationell. Bitte schauen. Aber keine Ehre. Aber das sind die Witten von den Kühen. Ja. Die sind lustig. Ja. Als wir schließlich Saas Fee erreichen, versteckt sich das berühmte Gletscherpanorama leider hinter Wolken. Aber unsere Enttäuschung hält sich in Grenzen. Denn nicht Saas Fee war das Ziel unserer Tour, sondern der Weg dorthin. So, hier sind wir. Saas Fee, das Gletscherdorf. Klasse. Super. Tip-top-sie. Eine tolle Wanderung. Super. Geht's? Ja? Ein Kuss, ein Walliser Kuss. Drei. Oh. Drei Biesen. Oh. Drei Biesen. Bravo. Gut, war super. Respekt. Die erste Häuser. Leider sind die Gletscher heute.